Herzlich willkommen, meine Freunde, zum nächsten Part Splatoon 2. Im letzten Part haben wir ja schon mitbekommen, dass Welt 5 besonders ist im Vergleich zu anderen Welten, denn man hat das schon in den anderen Welten ein bisschen gesehen, das stimmt schon. Aber in Welt 5 merkt man es am stärksten, dass die Level jetzt an sich, um zum Level zu kommen, um das Level freizuschalten, man muss ja immer so die Töpfe finden und die freischalten, gibt es immer einen kleinen Parcours. Und hier ist es extrem, also extrem besonders, dass es überall so ein kleines Element gibt, was man finden muss. Und während ich gesucht habe, habe ich jetzt hier einfach so diesen Stahlfisch gefunden. Ich kann euch auch direkt sagen, welcher Punkt der ist. Und zwar befinde ich mich jetzt genau dort, wo man halt sehen kann an dem Punkt. Das ist schwierig zu erkennen, aber wenn ihr, also die Mitte ist ja dort hinten da, an diesem komischen Ding, was ich euch gestern schon erklärt habe, kann man sich immer orientieren. Dort hinten müsst ihr nur von der einen Plattform hierher getragen werden. Dann müsst ihr hier ein kleines Rätsel erfüllen und der Plattform fahren. Und dann müsst ihr von der Plattform, die hier immer im Kreis fährt, ich glaube, das ist die hier, aber die machen, glaube ich, beide die gleiche Route. Ihr könnt von dort mit drauf springen und dann fahrt ihr genau hierher. Und hier unten, also den Boden ein bisschen wegschießen, das ist nämlich unsichtbar und könnt dann hier rein. Und boom, geschafft. So was wie kommen wir jetzt hoch, ist die Frage. Müssen wir uns jetzt umbringen lassen, oder was? Nee, muss man nicht. Die Raffinierten unter uns, die finden das schon heraus. So, ich habe jetzt da hinten das Level freigespielt. Da hinten ist einfach nur ein kleines Rätsel, wo ich kann das euch nochmal vielleicht in dem letzten Part oder so zeigen direkt. Also hier, die Seite hat damit zusammenzuhängen, zu 26, dass man diese Plattformen da aktiviert. Da gibt es Schalter, die man, glaube ich, auch in diesem Laboratorium mal gefunden hat, was wir ja schon mal gespielt haben. Diese Schalter da muss man aktivieren, dann drehen sich die Plattformen. Man muss nur auf diese eine Plattform hochschwimmen und dann da oben diese Plattform aktivieren. Dann kommt das Ding runtergefahren, draufspringen, fertig, Level geschafft. Dann muss man auf die Plattform drauf, kann man aber auch schon früher machen. Fährt dann mit der Plattform dahinter. Und dann muss man nur auf so Rechteck ist das, ein kleines Rechteck muss man da drauf. Das fährt dann noch ein bisschen weiter nach hinten. Da muss man diese Trommel aktivieren. Dann kommen so zwei, ich kann es auch einfach zeigen vielleicht. Einfach zur Vollständigkeit halber. Um zu Level 25 zu kommen, müsst ihr einfach nur hierher gefahren werden von der Plattform. Dann lasst ihr euch mit der Plattform nach hinten fahren. Aktiviert die Trommel, also entweder mit einer Sniper oder wenn ihr wieder vorfahrt, das ist egal. Aktiviert die Trommel, dann kommt die Plattform vorgefahren, dann drauf auf das Ding, weil von vorne kann man nicht drauf schwimmen. Dann wird man von der einen Plattform hier hintergetragen, dann ist hier so eine Schiene. Zack, geht man drauf. Und boom, hat man es geschafft. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, da hinten ist nämlich noch irgendwas. Vielleicht, wenn wir das gut anstellen, könnten wir da drauf. Oh jawohl, das war so richtig knapp. Und der hat ganz kurz gestoppt, die Plattform. Da ist doch dieser Ballon für die Schriftrolle. So. Ja? Lass mich schon hier. Ich möchte hierher. Genau, also. Schauen wir mal um hier, was wir hier machen müssen. Ich suche ja vergeblich, also Level 23 haben wir schon gefunden, aber ich möchte ja heute vielleicht zwei Level schaffen. Ich möchte schon mal die ganzen Level suchen. Das könnte man auch in den extra Part eigentlich reinpacken, dass die Level freischalten. Das ist nämlich auch schon ziemlich lange. So, wir können jetzt zwei Sachen tun. Also, die bewegt sich. Da wollte ich gar nicht drauf. Aber egal, zum Glück gibt es da Jackpoint. Man kann hier nämlich nicht endgültig sterben, das ist gut. Es hat sich schon wieder festgefahren. Manchmal, wenn man stirbt und ganz kurz auf jeden Fall die Kamera nicht bewegen kann, dann spawnt man wieder und dann ist die Kamera an sich so, die ganze Zeit. Ganz normal, wenn man das Ding normal hält. Und deswegen muss ich immer so machen, damit sich das dann wieder anpasst, genau. Ich glaube, was wir machen müssen ist, es liegt klar, wir müssen uns hier so rüberstoßen, während wir gedreht haben da dran. Jetzt müssen wir hier passen. Ah ne, das muss man gar nicht abpassen. Ganz einfach eigentlich. So, jetzt gibt es zwei Optionen. Also hier gibt es einen Sprint, da kann man jetzt halt auch einen Pfeil hoch. Also hier muss auch irgendwas sein. Auf jeden Fall einen Sprinkler gibt es hier. Ich weiß aber nicht, was das bringen soll. Das darauf zu gehen, bringt ja auch nichts. Der Pfeil zeigt zwar eindeutig hoch. Aber ich habe keine Ahnung, was das bringen soll. Wir gehen erstmal hier weiter. Und dann ist auch hier das Level schon. Und das ist Level 24, perfekt. Dann haben wir alle bis auf das letzte. Ich glaube, das ist das Boss-Level. Dann springen wir direkt zu 23. Und machen die haben ja schon vorhin Level freigeschaltet. Ja, Reise durch die Octo-Galaxie. Mit Vorgabe von Arte. Gehen wir mal gleich rein. Und versuchen unser Glück. So. Das ist ja diese Waffe ein. Ah, jetzt kommt der Heldendoppel nochmal. Alles klar. Und dann ist ja alles gut. Ich muss noch kurz mal den Wecker stellen. Ich hab's schon wieder vergessen, weil ich hab's eigentlich vorgehabt. Aber dann stößt es mich immer um. Ich bin so lame einfach, aber
Ja, es war dann, ist jetzt auch egal, ich mach das mal ganz kurz hier. Weil ich möchte nicht so stark überziehen. So ungefähr, genau. Dann ist der Wecker gestellt. Und dann ist auch alles gut. So perfekt. Bleib kurz nicht Nummer 4, danke. Das ist ein kleines Easter Egg daran. Das, ich finde, das haben Ayoli und ich muss mal kurz erklären, das haben Ayoli und Nimone immer gesagt, also immer am Ende einer Fernsehnachrichtigung, zu der immer im Fernsehen so die Kämpfe ankündigen und immer, am Ende haben die das dann immer angekündigt, dass wir spritzig bleiben müssen. Das sagen die neuen Reporter ja nicht, die sagen ja immer, wir sind cool, ihr seid Tentacool oder sowas, ich weiß nicht genau. So, ich hoffe jetzt, ich habe ja dem Reden jetzt nicht verpasst, aber ich glaube noch nicht. So, da hinten gibt es eine schöne Waffe, die gefällt mir auch im richtigen Battlekampf. Ist Limone ein bisschen mehr motiviert heute? Oder ist sie schon immer so gewesen? Ich glaube, die war schon immer so, aber die. Jetzt fällt es mir irgendwie stärker auf. Oh, okay. Da muss man also wirklich springen. Zack! Yippie, ja. Sie scheint mir ein bisschen fröhlicher zu sein. Vielleicht weiß sie jetzt, weiß, dass Limone hier irgendwo ist und ich weiß es nicht, vielleicht tut sie das motivieren. Ui. Komm her, ich krieg dich noch. Ich wollte nämlich gerade lesen, was sie sagt und sie hat gesagt, mir kann niemand die Tinder reichen. So, ich hoffe, man musste jetzt nicht irgendwas machen noch da. Oh, das Licht da hinten schon wieder. Es ist garantiert nicht der Elektrowelt, oder? Ist der so immer so stark gewesen? Nee, noch nie. Mir gefällt die mir gefällt das Design der Welt. Das ist ziemlich cool. Also die Splatoon-Level sind immer generell cool gewesen, die Offline-Level halt, Story-Level. Die haben mir immer sehr gefallen vom Design. Was ist das da hinten drin? Ja, also ich kann mal sagen, es ist abstrakt. Das kann man sagen, es ist so ein abstraktes Land. Ah, hier kann man optional weggehen, nämlich auf jeden Fall machen. Ich höre mich jetzt noch hier unten um, was man hier noch machen kann. Weil hier kann man zum Beispiel abkürzen. Ja, also hier kann man optional abkürzen, wenn man keine Lust darauf hat. Aber warum sollte ich das machen? Ich glaube, es gibt hier eine große Belohnung, aber ich möchte das trotzdem mal machen. Einfach mal zu schauen, ob nicht noch irgendwas Cooles passiert. Man kriegt auf jeden Fall ein bisschen Tinte bei diesem Weg. Zack. Ich bin nicht drüber gesprungen, aber egal. Schnalzbänder. Ja. Die Ballons, wenn wir die entzünden, da reicht ein Schuss aus, dann tun die sich aufpumpen und alles in der unmittelbaren Gegend mit meiner Farbe einfärben. Das heißt, alle Schnalzbänder werden wahrscheinlich gezündet, also. Genau so. Und sichern. Und euch umbringen. Zack. Komm her, wenn du aufs Maul willst. Da haben wir das Sprungbrett, das stimmt. So, ich glaube mal nicht, dass auf dem Weg hier was war. Nee, war auch nicht so. Auf keinen Fall. Die Level sind ja auch immer relativ lang. Das war, glaube ich, in den ersten. Ne, das war eigentlich schon immer so, oder? Das war immer so eine Eigenart, also so eine. Ja, Eigenart von Nintendo, dass die Level von Splatoon 2 lang sind. Das finde ich aber auch gut. Oh, hier, das sieht schon krass aus, gell. Auch wenn ich dir nicht sagen kann, was das sein soll. Wenn da jemand irgendeine Ahnung hat, kann er das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und weiter. Die verstecken die Sammelbar, die stehen auch immer so schwer. Das ist wirklich hart. Flecken das immer übelst hart. Ja, genau, okay, das ist wieder, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das ist, werden hier nochmal einige Elemente, also hier, jetzt kommen wir wieder einige Elemente, die wir schon mal hatten. Das ist bestimmt ein bisschen herausfordernder. Oh Gott, ich habe Angst. Hilfe. Okay, perfekt. Das war jetzt nicht so schwer, vielleicht kommt aber mehr. Oh ja. Drei. Das geht doch runter, by the way. Oh meine Güte. Okay, das ist doch cool. Das ist doch nicht so schwer, aber ich finde das richtig, richtig cool. Das Prinzip. Das vielfältig ist in der Welt. Das hatten wir, glaube ich, auch nie in dieser Auflösung. Dieses so hardcore ausweichen. Das finde ich aber richtig cool. Gefällt mir. So, nee, ich dachte, da ist noch so eine Schiene, die man aktivieren muss, aber nein.
Eine Pylone dafür gibt es doch immer einen Verwendungszweck. Das letzte Mal gab es dafür auch keinen Verwendungszweck auf den Wolkenkratzern. Das war nur für die Leute, die wirklich die von der einen Seite zur anderen Seite gegangen wären und die ganzen Octolinge vergessen haben zu töten. Da hätte man nochmal mit der Kanone die töten können. Also hätte mit der Kanone bei dem Wolkenkratzer aber auch noch eine andere Funktion geben müssen oder so. War leider nicht so. Okay, da kann man das aktivieren. Kann die Dinger zerstören? Oh, warum geht das nicht? So, na, das ist so ein paar Schienen aktivieren, würde ich sagen. Da kommt ein Projektil! Hilfe! Projektil! Okay, ja, das war's doch komplett. Guck mal, kann man da unten drauf? Nee. Ich glaube, das war's. Mehr können wir erstmal nicht einfärben mit dem Ding. Oder? Was ist das da? Ah ja, stimmt, wir haben jetzt hier schon was aktiviert. Ich muss es probieren. Ah, hier kommen wir nicht. Wir tun ja schon eine Teil machen, die wir erst später machen müssen. Aber ja, warum nicht? So, jetzt muss ich jetzt noch kurz schauen. Wie machen wir das? Also, wir müssen dann in die Tinte rein und dann. Okay, so schwer ist es nicht. Hoffe ich. Sieht auf jeden Fall nicht so schwer aus. Zack. Dann da drauf. Genau. Und jetzt boosten lassen. Zack, zack. Alter, wie cool ist das denn? Oh, man hätte das sogar noch aktivieren müssen, aber das, glaube ich, aktiviert so gut wie jeder. Das war richtig krass. Richtig Spaß gemacht gerade. Ach, wie so schön. Ja, hier gibt es noch mehr von diesen Surfschienen, aber ich habe mich ganz vergessen, wie kam man zu dem Level überhaupt her? Ging das auch per Surfschiene? Und ja, dann hat das damit einen Zusammenhang, ansonsten nicht. Auch nicht so schön. Cool, dahinter kommt man, dann kommt man dahinter noch? Ja. Das gehört noch zum Level dazu, glaube ich. Guck mal, da ist so eine einzelne Plattform, die sollten wir uns merken. Das heißt meistens immer, dass da irgendwas ist. Oder da unten? Kann man da runterspringen? Wenn man da runterspringen kann, sollte man auf jeden Fall mal gucken. Was ist das da unten? Ah, okay. Das hätte man sogar nehmen müssen, den Weg, okay? Um an den Stahlfisch zu kommen, okay? Und das Dumme wäre, also hier gibt es keinen Jackpot, das ist gut, da hätte man sich umbringen können im Notfall. Das Level ist so cool, das gefällt mir. Und der Stahlfisch, der war jetzt auch nicht so schwer zu kriegen. Ich glaube, ich bin sogar nicht mal richtig gesprungen, hab das Ding noch bekommen. Hat nur den Reifen nicht erreichen können. Dann ist noch ein Jackpot, okay. Das bringt uns jetzt dahinter, oder? Ja. So. Ja, und es bleibt nichts anderes übrig. Ich guck mal jetzt mal ganz kurz an, was da hinten auf uns zukommt. Kann noch nicht so viel erkennen. Ich kann da wieder so eine komische Turbine oder was das da sein soll erkennen. Oh, hätte man springen können, okay. Also hier kann man direkt abkürzen oder was, einfach nur. Ja, ich hoffe, das ist keine Verarschung. Da gibt es noch irgendeine Plattform da hinten oder so. Ist ja richtig bescheuert. So, das Level baut also jetzt wirklich. Das hat sich jetzt nochmal geändert. Am Anfang sah das ein bisschen anders aus. Aber das hat sich jetzt nochmal richtig geändert, dass es jetzt so ein richtiges Schienenlevel ist. Aber sowas hat noch gefehlt. Ich glaube, es gab nur einmal so ein Level. Und das war noch nicht so umfangreich wie das hier. Das gefällt mir richtig. Okay. Alter. Okay, wir müssen mal die Schiene wechseln. Das war so, wie es aussieht, auch richtig. Ja. Hier ist auch noch ein Gegner. Ah, perfekt. Okay. Aufpassen. Verdammt. Darf er sich töten? Ja, kriegen wir keine Rüstung bekommen, das stimmt. Oh. Was? Du stehst noch? Ah, ist tot. Perfekt. Ja, dann haben wir beide sammelbaren Gegenstände, aber das war klar. Diese Schiene kam auch sehr überraschend, aber ich habe dann den Reflex gehabt und meistens springt einfach. Also, wenn da irgendeine überraschende Schiene kommt, springt auf sie drauf. Sie wird auf jeden Fall nichts falsch machen mit euch. Entweder das ist eine Bonusschiene. Oder es gibt neben durch das Level weiter. So, ich denke, die wird es direkt weiterbringen. Und nicht wieder zum Anfang, oder? Bringt ihr uns zum Anfang? Nee. Ui. Oh, wir müssen uns ducken, okay. Da hab ich ja schon richtig gedacht. Boah, Alter. Ganz ehrlich, ich war nicht sicher, ob du an einem Stück ankommst, Nummer 4. Ja, danke, dass du so ein Selbstvertrauen hast. Oder generell Vertrauen in mich hast. Aber ich schaff's das schon. So.
Auf der anderen Seite, da ist nichts, okay. Geht's so weiter, so bekloppt? Ja. Aber Checkpoint, immerhin. Ich springe. Ach. Und ich springe auch über dich drüber, aber ich nehme dich. Ich kann nicht vorlesen, das ist zu krass. Nicht stoppen! Was? Da war eine Kiste! Ah! Lass mich! Mama! Sniper! Was ist das? Nein, nein! Geh da rein! Mama! Ey, das ist ja cool, dass man sogar, also wenn man getroffen wurde, man geht in den Elektrowelt rein, dann sieht man sogar, dass ich keine Ausrüstung mehr trage. Das ist ein cooles Teil. Er hätte jetzt noch die Ballons aktivieren können, die Sniper umbringen können, aber das Ende war für mich einfach zu krass, ey. Aber hey, wir haben alles gefunden. Oh, wie cool war das Level bitte? Das war so spaßig. Oh, schön. Okay, lesen wir mal vor. Habt ihr euch schon mal gedacht, Mann, mein Geheimversteck sieht ja voll daneben aus? Schnappt euch etwas Glitzerstoff und Klebeband und macht eure eigene Deko. Sieht gut aus und macht Laune. Probiert's mal aus und bleibt spritzig. Okay. Was soll ich dazu jetzt sagen? Man sieht Noctorianer. Das sieht jetzt auch nicht so krass aus, das Geheimversteck, aber auch das Bessere sieht jetzt auch nicht viel geiler aus. Also, das ist lediglich, soll das eine Box sein? Seine Spritzer sind ein bisschen farbiger gemacht. Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, nichts, was Hinweise geben wird oder so. Ich danke dir von ganzem Herzen nochmal wieder. Ja, also ich sehe schon, sie ist, seitdem sie weiß, dass Aioli noch irgendwie mit den Octarianern zusammenhängt und dass wir sie finden werden eventuell, da ist Limone sehr, also da freut sie sich sehr. Was sagt die Zeit? Ich muss kurz schauen. Ich habe mein Handy ausgehört und der Wecker will gerade nicht die Zahl anzeigen lassen. Ja, aber ich denke, es ist noch Zeit für Level 24. Was macht mein... alles klar. Ich wollte gerade nur schauen, wie mein... Also ich wollte gerade auf die App gehen, Uhr, weil von da aus kann man ja auf den Wecker zugreifen. Und da steht ja auch die Zeit drauf, wann es klingeln soll. Nun, lustigerweise hat sich mein Handy jetzt einfach so neu gestartet. Ich bin einfach auf die Uhr draufgegangen. Schwarzer Bildschirm und jetzt startet sich das Handy neu. Was ist das denn? Das ist total broken. Ich brauche mal ein neues, Alter. Und das habe ich erst seit 1,5 Jahren oder so. Also alles, was ich in die Finger kriege, mache ich kaputt. Und dabei kann ich nicht mehr was dafür. Mach das halt trotzdem. Kreuz und quer über dem Meer. Mit Vorgaben von Arti. Wer hätte es gedacht? Ja, also wie gesagt, es wird immer eine Vorgabe geben. Das ist dann meistens auch die Waffe, die man im Level unbedingt benötigt, um es am einfachsten zu haben. Und die anderen Waffen kann man auch noch nehmen. Ja, hier ist den hellen Schwapper. Ja, die Musik, die ich mag. Und es ist endlich mal richtiges Wasser, auch wenn das nach wie vor für uns tödlich ist. Also, wir können halt generell keine Art von Wasser und so durchstreifen, da wir aus Farbe bestehen, die abwaschbar ist. Wäre ja auch ein bisschen brutal, wenn nicht, weil wer will denn bitte freiwillig so hartnäckige Farbe bitte nach dem Ende eines Kampfes immer wieder wegwischen? Okay. Ich finde diesen One-Shot, ja. Okay, ja, die Ballons noch mal mitnehmen. Die geben zwar nie einen sammelbaren Gegenstand oder so, aber sind meist immer zuständig für schöne Punkte, die man unbedingt mal haben möchte, gell? So. Hat Limone Höhenangst oder was? Was soll das denn da unten sein? The fuck? Boing. Was zum Teufel? Was hast du jetzt hier schon mal mit Boing? Okay. Sag mal, Schutzwall, das ist perfekt. Überraschung. Ui. Da konnte man noch mit wegnehmen, unser Ballon auch. Das war jetzt nicht so schwer, nein. Ich habe mir echt ein bisschen Sorgen. Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie immer so nett, also nett war sie schon immer, aber dass sie jetzt so krass auf, also sich so eine krasse Vorfreude auf irgendetwas hat, als wäre kurz vor Weihnachten oder vor ihrem Geburtstag. Okay, soll uns kurz hier halten einfach nur.
Gut, zur Seite springen. Das ist kein Problem. Aber jetzt, das ist das erste Mal, dass sie wirklich verlangt haben, dass wir an einer Wand schwimmen müssen. So, die Punkte will ich noch. So, kann man da unten rein? Das sieht hier so komisch aus. Das ist wie so ein Gitter, weißt du? Oh, da kommt man unmenschlich hin. Das ist nicht möglich eigentlich. Daher erwarte ich dort noch nichts. Oh, okay. Gut, dass ich mich umgedreht habe. Das ist ja echt gemein. Also kurz die Gegner ausschalten, kurz die Punkte einsammeln. Ist die erstmal wieder da? Nein! Was zum Teufel? Okay, da müssen wir ein bisschen gründlicher, das müssen wir ein bisschen gründlicher machen. Der ist halt einfach so runtergefallen. Muss man aufpassen. Ist nicht so einfach, wie es aussieht. So. Ja, ist nicht so einfach. Es ist zwar ein offensichtlicher, offensichtliches Teil, aber... Da dran zu kommen ist nicht unbedingt viel einfacher dadurch. So, wir färben jetzt erstmal ganz gründlich alles um. So, jetzt sollte es machbar sein. Komm mal runter da. Den mitnehmen und jetzt kurz nur halten. Nur kurz halten. Ich hoffe, man kann ja echt da drauf springen. Ja. So. Das haben wir ja auch schon, nee, das haben wir kaum eingefärbt, das war ein Fehler. Das können wir unmöglich verwenden, wir müssen nochmal kurz warten. Ich habe ihn getwittert und das hat eingefärbt, aber nein, das hat kaum eingefärbt. Das ist die Frage. Man kann nicht zurückspringen, okay? Jetzt wird's eng, weil das war kein Checkpoint. Man kann nicht mehr wieder rausspringen. Das wusste ich aber nicht, das ist ein bisschen dumm. Warum kann das kein Inkling? Also, wenn man sich, sag ich mal, jetzt hier drinnen verbarrikadiert, kann man nicht wieder rausspringen. Man geht hier drauf. Und muss auf den Boden warten, auf dem man wirklich so zack drauf landen kann. Meine Güte. Das ist echt, also ich möchte jetzt eigentlich nicht so lame game over gehen. Ich stehe jetzt nochmal die Gegner. So alles einfärben. Damit wir dann kein Problem bekommen später. So alle Hindernisse tot. Auch hier gründliches Einfärben. Okay, wenn wir jetzt sterben, wäre das ziemlich schwach, kann man sagen. Kann nicht wahr sein. Ich habe nicht ernsthaft den Sprung verkackt. Oh mein Gott. Wenn der Part immer länger bekommt, dann ist es allein nicht und allein meine Schuld. Ich muss schon zugeben, es ist schon nicht einfach, dahin zu kommen. Es sah zwar jetzt einfacher aus als gedacht, aber der kann nicht weit genug springen. Meines Erachtens, da hat er den Sprung gerade nicht geschafft. Ich weiß nicht genau, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Der ist einfach falsch gesprungen. Aber es war trotzdem sehr schlecht gespielt. Also... Das ist schon, es ist nicht einfach, ja, aber es erwartet man auch in der letzten Welt, aber trotzdem hätte das schon schaffen können, auch ohne Probleme eigentlich. Das war einfach nicht gut genug, was man eigentlich jetzt erwarten sollte. So, ja, scheiße, die fährt ja falsch rum, Alter. Die fährt ja falsch rum. Will ich eigentlich schon haben, wann kommt der mal her? Was ist denn das? Die Plattform fällt aber total falsch, Junge. Das kam jetzt vor. Okay, ich meine, das macht so. Ballon kriegen wir leider nicht mehr, schade. Aber wir haben garantiert... Was zum Teufel? Okay, jetzt sieht man, dass ich keine Lust mehr habe. Ich bin jetzt richtig deprimiert von dem letzten Tod, aber... Was hat dich denn jetzt einfach bewegt? Wir sollten das einiges langsamer spielen. Also hier sind sehr viele Fallen. Ganz vorsichtig. Also, hier kann man schnell sinnlos sterben, wie man es auch, wie ich das perfekte Beispiel auch gebe. Ja, das bewegt sich einfach vor mir weg. Das ist so gemein, das bewegt sich die ganze Zeit nicht. Und dann will ich drauf und das bewegt sich weg. Komischerweise habe ich das nicht mal vorhin bemerkt. Das einfach gemacht. So, das ist ja kein Problem. Ich werde schon mal einen Hit bekommen. Der regeneriert sich immer wieder. Okay. Der hängt echt den ganzen Schwapp, das ist schon krass. So, okay. Wir bekommen ja Leben zurück, stimmt, das ist auch ziemlich cool. Also, Splatoon 2 zu sterben ist nicht so schwer. Das Einzige, was wirklich passieren kann, ist, wenn du scheiße schlecht bist oder es wirklich eine schwierige Stelle ist. In meinem Fall sage ich mal beides. Ich bin scheiße schlecht gewesen. Und es war eine schwierige Stelle. Also, dieses An.
Hotticom oder wie das Ding. Also es hat, ich hatte einen Namen, irgendwie sowas, ein Shotticom oder so. Ich hätte trotzdem weiter einen Stahlfisch, auch wenn es ganz, ganz simpel und schlecht formuliert ist. Stopp. Zuerst mal mit Einfärben beschäftigen und dann springen. So, jetzt komm. Ja, man musste mich wirklich ein bisschen kurz das Ganze sacken lassen. So, jetzt muss er den Sprung richtig machen. Man muss auch immer gegenhalten. Der schwimmt nämlich auto. Nee. Jetzt ist gerade nicht, hat gerade nicht funktioniert. Jetzt konnte er gerade nicht auf die Plattform drauf. Das sah auch das letzte Mal schon so mega knapp aus. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich denke, einige haben das ohne Probleme hinbekommen. Bestimmt auch viele von euch. Aber ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Mich haut die Passage immer, weil jeder Mensch reagiert anders auf verschiedenste Hindernisse. Also ich muss sagen, es ist keine Dummheit mehr. Es ist für mich wirklich schwer. Die Stelle hier. Ich meine, wir hatten es ja vorhin schon fast gehabt, das stimmt zwar, aber trotz alledem. Es ändert nichts an der Tatsache, dass ich das echt schwer finde. Ich denke auch, die Schwierigkeit an dem Ding ist wirklich daran, dass man da wieder an einem ganzen Stück zurückkommt an der Stelle, im Wasser dann zu verbleichen oder so, was da passiert. Man muss sich auch immer ganz kurz fallen lassen. So, jemand schwimmt, ich brauche jetzt keinen Knopf, er fällt automatisch langsam runter. Ja, jetzt hat er es geschafft, jetzt konnte er drauf. So, erstmal ganz kurz schauen. Also, wir haben alles eingepackt, wir sind bereit, hoffentlich. So, jetzt bin ich angespannt. Und Anspannung führt häufig zu Fails. Ah. Das war's. Oh Gott. Hau weg hier! Ich hoffe, wir haben das jetzt überstanden und es ist jetzt wieder paar Teile dabei, die ich auch wirklich drauf habe, Alter. Also, wir haben jetzt unseren Stahlfisch. Oder ein Hotticom. Es heißt garantiert nicht so, ich sag's wahrscheinlich übelst falsch, aber so, so ähnlich, mit viel Fantasie heißt das Ding. Was habt ihr das mal gelesen? Mit dieser Plattform kommst du wohl nach oben. Und ich kenne diesen Begriff auch wirklich gar nicht, gell? Der Begriff ist mir vollkommen fremd. So, könnt ihr mir sagen, dass es bringen soll, sich hier fallen zu lassen? Ich glaube, die Taktik hierbei ist nicht, dass man sich fallen lassen soll. Die verarschen mich damit ein bisschen. Man soll hier, glaube ich, einfach nur das von unten einsammeln. So, ganz kurz eine kleine Mini-Base bauen. Damit wir hier auch ein bisschen kämpfen können. Ah, die Dinger machen halt Two-Shot, gell? Das ist schon hart. Wir haben auch nicht ohne Grund die Ausrüstung vorhin bekommen. Aha. Okay, hier oben geht es auch noch direkt weiter mit Ballons. So, hier runterfallen macht halt übrigens überhaupt keinen Sinn. Die Plattform erhebt sich nur ganz langsam und so ein kleines bisschen. So, dahinter. Ach, dahinter ist wirklich was. Schaut mal an. Okay. Ah, perfekt. Deine Neugier zahlt sich aus. Das ist das erste Mal, dass du, glaube ich, für eine Schriftrolle was sagst, tatsächlich. Ja, jetzt schon mal, das habe ich mal gegengestellt. Was geht denn los? Was geht, ja, jetzt. So, jetzt, wie kommen wir jetzt weiter? Schwamm hier, ist das, kann der so groß werden? Kann sein. Ich glaube, das kann man mit einem Sprung jetzt erreichen. Ja. Ja, kann man. Jetzt auf die Plattform warten. Perfekt. Schwamm einnehmen. So, das müssen wir auch nicht mehr so krass suchen. Das Einzige, was jetzt hier noch findbar ist, ist so ein Coupon und den benötigt man nicht. Ganz schön weit oben. Perfekt für einen Konzentrator. Ah, ja, sie meint das Sniper. Ja, das ist hier eingefallen. Heißt ja hier Konzentrator. Ja, also wenn, dann gibt es noch diesen Coupon und das zählt nicht zu den 100% dazu. Der hilft nur ein bisschen für den Revierkampf oder generell für solche Art Kämpfe. Da gibt es ein paar, wie gesagt, es gibt EP-Boost, glaube ich, und Coin-Boost, den man kriegen kann. Mehr haben die Dinger nicht drauf. Die kann man aber auch kaufen, optional. Ich weiß aber nicht für was, ich glaube für Gold. Also wirklich, das ist optional für Sachen bauen. Stimmt, das ist schon krass. Was ist das denn? Meine Güte. Lass mich. Er schießt mich nicht so lame. Erstmal die Typen rausnehmen hier. Sag, jetzt machen wir uns keine Probleme mehr. So, ich glaube, wir müssen da ganz oben drauf. Ich komm nochmal neue. Ich komm in so einen kleinen Raum, Alter. Oh! Was ist das denn? Hilfe! Okay, wir gehen jetzt zu der Mitte.
kann aber meine Rüstung trotzdem noch abziehen. So, gleich. Stopp. Dann müssen wir nicht mehr auf die Seite drauf. Wir müssen sowieso hier weiter. Ja. Okay. Was kommt jetzt? Stimmt, es ist mir auch aufgefallen, dass die beiden selberen Gegenstände relativ zeitnah und relativ am Anfang des Levels kamen. Das hat man auch selten. Meistens teilen die sich immer auf, eins am Anfang, eins am Ende oder zwei am Ende. Aber ich glaube, wir hatten bis jetzt, glaube ich, sehr wenig, dass es am Anfang kommt beides. So, ich will jetzt auch mal wegen der Landschaft drüber reden. Also mir gefällt das sehr, das ist so... Was ist das so? Das soll eher eine Wüstenlandschaft sein, teilweise? Mit sehr viel Wasser an einer Stelle. Sehr, sehr komisch. Eine Oase ist es auch nicht. Ich sehe keinerlei Palmen oder so. Das ist so wirklich so eine Dürre. Ist das da hinten? Sind das Bäume? Ich weiß nicht. Ich glaube, könnte sein. Auf jeden Fall sehr komische Landschaft. Aber sieht cool aus. Ist auch, ich glaube, ich sollte nicht, das soll das Abend sein. Es sieht mehr für mich nach Abend aus, tatsächlich. Aber es ist mehr gelblich. Also könnte man auch von, also von frühs ausgehen. Scheißegal. Hat nichts zu sagen. Aber ich will immer gerne mal die Umgebung schauen. Muss hier erst ein. Oh, es ist hier so still, okay, alles klar. Es ist niemals, dass jetzt Gegner kommen oder was? Okay, dann tun wir schon mal ein bisschen umfärben und die Rüstung einsammeln, eventuell. Denn dann geht's hier gleich ab. Scheint auch. Ne, da hinten ist schon der Elektrowels. Da kommt aber noch ein bisschen was auf uns zu, oder? Ja. Ist ja noch nicht der letzte Checkpoint gewesen. So, umfärben. Und Plattform aktivieren. Okay. Okay, hier sind Gegner. Ah, die sind halt One-Shot, das sind halt auch die mit den Kanonen, also aufpassen. Aber wir haben beide bekommen. Oh ja. Oh! Wir haben uns richtig gut getroffen. Oh, der lebt uns richtig auseinander. Ja, erstmal. Das ist gutes Stichwort. Das ist gutes Stichwort für erstmal. So, kurz warten, bis wir wieder Rüstung haben, sonst sind wir One-Shot. So, Checkpoint. Warte mal, ist der Checkpoint, das ist doch schon der Checkpoint, den wir schon gesehen haben. Ne, das ist wirklich ein anderer Band, okay. Ja, wie sie sagt, auf jeder Seite ist wahrscheinlich ein Schalter. Also müssen wir wieder auf die Hauptplattform und auf die andere Seite. Es gibt so, es ist so ein kleines, so Mini-Ansatz an einen Arena-Kampf. Auf jeder Seite ist ein bisschen was zum Kämpfen. Hier werden wahrscheinlich auch Gegner spawnen. Ja. Jetzt sind die Ballons haben. Das sind coole Ballons. Verdammt, den dritten konnte ich nicht kriegen. So, nimm jetzt keine Schrifträume. Ah, immer so ein. Also, es gibt immer drei schwache Dudes und dann kommt eine starke Version. Ah, schön ausgespielt. Und die Ballon, den lass mich nicht entgehen. Das hast du vorhin, aber das hat sich vorhin auch bewegt. Ach, komm hier. Okay. Also, von den Türmen müssen wir auch noch. Ja. Okay. Einfach nur kurz warten, der dreht sich schon auf alle Seiten für uns. Okay, das war's. Alle Seiten haben wir erwischt. Dann kurz warten, bis sich die Pfeffer mal erhöht. Nee, müssen wir gar nicht mehr. Und noch kurz die drauf springen. Zack, nehmen wir uns noch mit. Das zählt als Checkpoint. Okay. Dann bin ich jetzt gespannt, was passiert. Da wird irgendwas passieren. Das ist doch eine Falle. Es ist der letzte Checkpoint, Freunde. Es ist der letzte Checkpoint. Und der liegt so auf dem Serviertablett. Der liegt so auf dem Serviertablett. Ernsthaft? Was? Wieso kam der letzte Checkpoint hier? Wenn das Einzige, was noch zu tun ist, darin besteht, hierher zu kommen. Hä? Okay, das ist jetzt ziemlich cool. Also das ist unspektakulär am Ende gewesen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Haben ja die Designer sich gedacht, wir haben keine Lust mehr? Wir machen jetzt nicht mehr? Komisch. Hatten wir auch noch nie, oder? Was hat der Checkpoint gebracht?
Eine Abhandlung über die mächtigen Waffen, welche von den Oktarianern eingesetzt werden, mit Schwerpunkt auf dem Einsatz von Tentakeln zur Steuerung. Das Know-how hinter dieser Technik ist dem Rest der Welt 15 Jahre voraus. Ist dem Rest der Welt 15 Jahre voraus. Okay, ich muss das mal ganz kurz anschauen. Was passiert da? Das sieht sehr kompliziert aus. Es ist irgendeine Materie auf dem einen Bild zu erkennen und dann über irgendeine komische Rohrleitung mit oder irgendeinem Transmipulator, keine Ahnung wie das Ding heißt, entsteht dann irgendwas Neues, was dieser Tentakel mit diesem Kreuz, das ableite ich bei den Bossen immer ab, denn die Bosse haben auch immer so ein, also man sieht immer nur so einen Tentakel, der sich den Elektrowels schnappt und dann irgendwie zu einem Boss wird. Und dieser Tentakel hat ja auch dieses Kreuz, dieses Grüne, und das ist hier auch gerade zu sehen. Dann tut er, ja genau, der Tentakel plus den Elektrowels lässt einen Boss, ja genau, das ist die Beschreibung, also die letzte Gleichung verstehe ich, aber wie dieser Tentakel entsteht, was soll das sein, das ist doch irgendwie, das ist doch nichts, was ist das? Das ist einfach nur Schleim. Schleim wird durch einen Transmipulator, so nenne ich das einfach mal, zu dem Tentakel, und dieser Tentakel ist einfach nur ein Beutel drinnen in Wirklichkeit. Also da drinnen ist anscheinend nichts anderes, und dieser Tentakel hat nur eine Aufgabe, und zwar mit Hilfe eines Gegenstandes, das ist die Box, wo dieser Typ drinnen ist, glaube ich, da unten, also unter dem Tentakel ist da so eine Box noch, und der Tentakel nimmt sich den Elektrowels, und mit Hilfe eines jeweiligen Gegenstandes tut er sich dann in diesen Gegenstand verwandeln. Okay, also das wurde jetzt ein bisschen geteasert, wie die Bosse entstehen, aber ich verstehe nicht genau, wie dieser erste Schritt funktioniert. Das sieht ganz komisch aus. Okay, aber egal. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Noch 3 zu machen, wenn es gut läuft, machen wir im nächsten Part wieder 2. Auf jeden Fall war es ziemlich cooles Level, mir hat sehr Spaß gemacht, heute die Level zu machen. Die letzte Welt gefällt mir am meisten von allen Welten. Wenn ihr das genauso seht, dann könnt ihr diesem Part auch gerne ein Like geben. Und wenn ihr noch mehr von Splatoon 2 sehen wollt, so viel kommt nicht mehr davon kommenden Projekten. Es kommt so gut wie täglich immer ein Video, wenn ihr davon nicht mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und jetzt sage ich erstmal, wir sehen uns zum nächsten Part Splatoon 2. Bis dahin und ciao.